Auch Davie Selke verhindert am Ende nicht die Niederlage gegen Stuttgart, das und vieles mehr nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, Nico. Ja, meine Freunde, wir haben heute wieder mal verloren gegen Stuttgart. Wir müssen uns am Ende einfach auch sagen, dass wir selber schuld sind, ganz klar. Wir sind selber schuld, dass wir dieses Spiel verloren haben. Der Fehler am Ende bei Toprak und Pavlenka, die müssen sich da einig sein. Die müssen da, Moment Jungs, ich muss mal gerade kurz gucken hier. So, die müssen sich da einig sein, die müssen sich einig werden. Ganz klare Nummer. Also das, sowas darf gar nicht passieren. Was die am Ende, das darf nicht passieren. Das darf bei uns nicht passieren. Pavlenka und Toprak wollten beide irgendwie zum Ball. Toprak hat ihn dann durchgelassen. Pavlenka hat ihn nicht weggeschlagen. Der Silas von Stuttgart nimmt sich den Ball. Und dann eine absolute Unsportlichkeit für ein 2-0 für Stuttgart. Absolut unsportlich. Rennt zum Tor und macht den Ball nicht rein, bis Pavlenka dahin geht. Wartet, kriegt am Ende dafür auch gelb. Ich kann Davie Selke da absolut verstehen, dass er da wirklich sauer wird und ausrastend hinrennt und sagt, was soll das? Auch wenn es natürlich blöd war, weil er wieder eine gelbe Karte bekommen hat. Da machen wir am Ende sogar noch ein Kopfballtor mit von Davie Selke und verlieren das Spiel 2-1, aber wir haben das Spiel schon viel früher verloren. Wir haben die ersten 15 bis 20 Minuten richtig, richtig gut gespielt, Vollgas gegeben, Knallgas nach vorne, haben versucht, da das Tor zu machen, hat nicht funktioniert. Osako in der 5. Minute eine riesen Chance, kurz vorm Tor, haut den voll drüber, keine Ahnung, was da auch los war. Tahit Chong, von dem ich mir so viel erhofft habe. In der ersten Halbzeit wirklich nicht gut gespielt. Wirklich nicht gut gespielt. Ganz, ganz oft unglücklich, viele Ballverluste, auch seine gelbe Karte, dieses Rumgestochere, den Elfmeter, ich glaube sogar, dass Chong sogar noch den Elfmeter verursacht hat. Ich meine ja. Dann zweite Halbzeit. Nee, Quatsch, seit der Zeit. Nach dem 1-0 haben wir genau so gespielt wie Stuttgart am Anfang. Nur noch lange Bälle, warum auch immer. Nur noch lange Bälle, aufgehört Fußball zu spielen. Wir hätten einfach da weitermachen müssen, wo wir angefangen haben. Vom Elfmeter gar nicht beeinflussen. Einfach weitermachen. Einfach nur weitermachen. Das wäre nicht so schwer gewesen. Ja, am Ende muss man, wie gesagt, sagen, Stuttgart verdient dann irgendwo auch gewonnen, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen haben, da zu reagieren und da zu sein. Zweite Hälfte haben wir dann am Anfang ein Gesicht wieder gezeigt, haben angelaufen und umso länger das Spiel ging, umso mehr ging es Richtung lange Bälle, Flanken, die 100. Flanke rein, 100 Einwürfe auf heute irgendwie gewesen. Freistöße am Strafraum. Ich weiß nicht, ob wir das nicht üben oder was da die Mission dabei ist. Aber ich glaube, die letzten 10 Freistöße am Strafraum gingen nicht mal aufs Tor. So, das kann halt auch nicht sein. Entweder bringst du den Ball dann aufs Tor oder spielst halt kurz, dass ein anderer schießen kann. Langsam wird man da wirklich auch sauer als Werder-Fan. Ihr müsst einfach mal bedenken an alle Spieler, die müssen das mal im Kopf kriegen. Wir spielen jetzt als nächstes gegen Leipzig und dann gegen Dortmund. Das ist jetzt nicht so eine Larifari-Niederlage. Es ist einfach wirklich, wirklich. Man ist einfach nur noch sauer. Man ist einfach nur noch sauer. Man hat am Ende noch alles versucht. Romano Schmid hat schon mal reingekämpft. Hat auch 2, 3 gute Szenen. Fand ich. Wollte mal da auch sehr, sehr glücklos teilweise gewirkt. Dann hat er auch noch eine Abschlusssituation gehabt. Er muss mehr ins lange Eck. Bisschen unglücklich, ja gut. Aber ja, im Grunde genommen, wie gesagt, ich bin stinksauer. Das ist eine unnötige Niederlage. Dieses 2-0 war komplett unnötig. Auch wenn ich sage, wir haben das Spiel vorher schon abgegeben und verloren. Aber trotzdem ist es was anderes, wenn du 1-0 in die Schlussphase noch stehst und dann vielleicht das 1-1 kommen wäre, man weiß ja nicht, was da passiert wäre, als wenn du 2-0 hinten bist und dann nochmal so ein Anschlusstrefferchen machst. Also ja, es ist wirklich sehr, sehr nervenaufreibend und momentan einfach, also mir fällt es richtig, richtig schwer, irgendwie jetzt gerade was richtig Positives zu sagen. Ich habe 2, 3 Spieler gelobt, Friedel, Bombenspiel gemacht, richtig, richtig stark, wirklich einer der Lichtblicke noch. Aber ich muss mich jetzt auch erstmal sammeln. Wir werden uns dann morgen wiedersehen. Und das war meine Spielanalyse. 2-1 haben wir verloren. Abhaken. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Nächste Woche weitermachen. Aber da reden wir morgen nochmal drüber. Also wie gesagt, bis morgen.